Schönen guten Morgen. Mein Name ist Wilfried Brandstätter. Bin der Tubist von Nozzilbras und unterrichte in Linz an der Anton Bruckner Universität. Und wir haben im letzten Jahr eine neue Tuba gebaut für Melton, die 2260 RA. Und wir haben uns überlegt, wir wollten ein Orchesterinstrument bauen, das in der Tiefe sehr gut funktioniert. Wir haben alle Modelle durchprobiert, die jetzt so da sind, und haben gesagt, nee, die funktionieren eigentlich ganz gut. Wir überlegen uns was komplett Neues und sind dann ausgegangen von einem S-Tuber-Schnitt, haben das auf F-Tuber umgelegt, weil in Österreich, Deutschland hauptsächlich F-Tuber gespielt wird mit Rotary Action. Und haben dann ziemlich lang herumgetüftelt, weil es natürlich am Anfang nicht immer gleich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wir haben baugleich zwei Modelle gehabt und haben immer eines stehen gelassen, eines verbessert, dann am anderen wieder weitergetan, Mundrohr verändert, Mundrohr abgesetzt, wieder dran gemacht, den Schnitt verändert, die Ventildurchlässe verändert und so weiter und so fort. Der langen Rede kurzer Sinn, herausgekommen ist das. Das ist eine sechsventilige F-Tuba, wo vier Ventile im Hauptzug sind und das fünfte und das sechste Ventil sind nachgesetzt im vierten Ventil, und das sieht man hier, das hat den Vorteil, dass der Luftfluss im Instrument sehr gut ist und relativ wenig Widerstand ist und das Ding in der Tiefe sehr gut funktioniert. Problemlos zu spielen, geht unten sehr schön weg, hat eine sehr angenehme Ansprache in der tiefen Lage, und vor allem, was auf der F-Tuba immer ein bisschen problematisch ist, ist die Lage zwischen F und C, und ich glaube, dass wir das bei diesem Modell ziemlich gut in den Griff bekommen haben, weil das Instrument in der Lage sehr gut von selber schwingt. Also ist sehr, sehr angenehm zu spielen. Geht natürlich in der hohen Lage auch, weil wir das genauso brauchen. Tuba ist ja das Instrument wahrscheinlich mit einem der größten Tonumfänge, zumindest bei den Blechblasinstrumenten. Geht von unten bis oben ziemlich gleichmäßig. Für Nozzil ist es für mich wichtig, dass das Instrument gut anspricht, sofort da ist und dass man ein bisschen Druck machen kann damit. Ich habe in unserem momentanen Programm Blofeld auch ein großes Tuba-Solo drinnen mit allen möglichen Variationen und so weiter. Da spiele ich jetzt eine, die ein bisschen rauf und runter geht, dass man mal hört, dass das Instrument gleichmäßig gut funktioniert. Und schon einmal verspielt. Also, das funktioniert ganz gut, denke ich. Wir haben das Instrument aus ganz normal, das ist jetzt kein Goldmessing, also normales Messing gemacht, Mundrohr, alles in der normalen Messingausführung. So wie es jetzt ist, wird es am Markt kommen. Und nachdem jetzt Weihnachten kommt und Sie noch keine Weihnachtsgeschenke haben, zumindest die meisten von Ihnen noch nicht, würden wir doch sehr empfehlen, jetzt bereits einen Gutschein zu ersteigern oder zu kaufen.
und dieses Instrument zu verschenken. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten.